zu Recht werdet ihr euch die Frage stellen, was ist eigentlich falsch bei Ani Bros? Richtig. Ihr seht absolut richtig. Das, was ihr gerade angeklickt habt, ist tatsächlich ein One Piece Preview. Warum, werdet ihr euch jetzt fragen? Und ich sage es euch. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Und damit herzlich willkommen zum aktuellen One Piece Preview des Animes in der Folge 719. Ich freue mich einfach auf die nächsten Folgen. Das könnte ein Grund sein. Ja, das könnte ein Grund sein. Egal. Kommen wir zum Inhalt der Folge. Wir sehen Kinegriko wieder zusammen mit seinem Hauptmann Tank, der übrigens aussieht wie ein Panzer. Und dem komischen Fischmenschen-Karate-Heini und Viola auf einem Plateau steht. Die stehen ja auf so einem Art Plateau gegenüber vom Palast. Und ja, der guckt ein bisschen so nicht so erfreut, weil nämlich gerade so ein Typ mit dem Namen Pika der Meinung ist, dass er sie mit, so schätzungsweise 1 Million Tonnen Steine zerquetschen will. Das ist eher schlecht. Also ich würde dann ausweichen, aber man kann da eher nicht ausweichen, weil der Typ ziemlich schnell ist. Wie schon gesagt, Pika ist für mich eigentlich ziemlich OP, weil er kann einfach aus allen Steinen, die um ihn rumliegen, eine Art lebendige Statue machen, die dann einfach mal mit 1 Million Tonnen Masse zuschlägt. Ich meine, das ist so krass, wie zu stark. Und er kann es auch immer wieder, egal wie oft das kaputt geht, neu zusammenschmelzen lassen. Das ist so scheiße overpowered eigentlich, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Und dann bestehen auch ganz Dressrosa, nur aus Felsen, Steinen und Bergen. Das heißt, der Typ kann unendlich Material um sich herum schaffen. Das ist so krank einfach nur. Und wer ist die einzige Person, die so ein Monster aufhalten kann? Richtig, wir brauchen ein viel stärkeres Monster. Und zwar Zorro, Lorena Zorro, den Schwertkämpfer. Und wir sehen ihn auch zum ersten Mal, glaube ich, seit ich One Piece gucke, das Rüstungshaki einsetzen. Und zwar macht er erstmal Rüstungshaki auf seine Hände, während er seine Schwerter in der Hand hält. Er fliegt oder hüpft oder springt dann auf diesen Pika-Typen zu, der ja die einen da zerquetschen will. Unter diesen einen ist übrigens noch der Don Shinchao, sein Enkel, und Baby Five, die sich ja jetzt irgendwie in seinen Enkel verknallt hat. Und sogar Don Shinchao, der legendäre Pirat Don Shinchao, hat Schiss vor Pika. Und das will erstmal was heißen. Ich meine, Don Shinchao und sein Bohrer können halbe Kontinente spalten, aber vor diesem riesigen Steinmonster könnte man dann eventuell doch ein bisschen Angst haben. Auf jeden Fall, nicht nur seine Hände werden zum Rüstungshaki, nein, Zorro hat auch eine Technik erlernt, wie er das auf Gegenstände übertragen kann. Wir wissen ja alle, Vergon zum Beispiel mit seinem Bambusstab konnte das ja auch schon. Er hat einfach seinen Stab mit Haki verstärkt und konnte damit richtig Teufelsfruchtnutzer aufs Maul geben. Und das macht Zorro jetzt mit seinem Schwert. Ich meine, wie OP ist das denn? Er ist einer der besten Schwertkämpfer des Animes. Und das auch noch mit Rüstungshaki, das ist so krass stark, das finde ich richtig awesome. Dann kommt noch kurz der Piratenkapitän Olympus eingeblendet. Wir erinnern uns alle, das ist der Typ, der Menschenbowling spielt in seiner Freizeit und auch als Kampfstrategie. Also er nimmt einfach Typen, formt die zu einer Kugel und schmeißt die auf andere Typen drauf. Und ich glaube, der hat mit Zorro einen gemeinsamen Angriff geplant und ich schätze mal, dass der den irgendwie in Richtung Pika schmeißen wird, weil er war ja doch relativ weit entfernt von Pika. Und um da wieder rechtzeitig hinzukommen und noch vielleicht die Hand abzuschneiden, bevor König Rico und alle anderen zerquetscht, müsste er relativ schnell dahin kommen und deswegen wird der Typ ihm wahrscheinlich helfen. Auf jeden Fall sehen wir ihn dann, ohne Witz, er sieht ein bisschen aus wie ein Gorilla, der hat ein bisschen hart viel gepumpt in letzter Zeit. Wie er mit so ein lila Schimmer ist um seine Schwerter rum und der ist dann auch noch so wie so Schlangen, die um seine Schwerter herum tanzen. Einfach, das sieht richtig awesome aus. Springt oder fliegt er Richtung Pika und ist wahrscheinlich gerade dabei, König Riku und auch noch Kanchiro, Kinemon, den Gott Lysop und alle möglichen anderen Leute, die sich dort befinden, zu retten, weil sie sonst von einer riesigen Steinstatue zerquetscht werden. Ja, das kann selbst Kyros irgendwie nicht ganz ab. Ich meine, Kyros ist der legendäre Krieger, 500 Kämpfe ohne Niederlage. Neben dran steht seine 15-jährige, viel zu großbrustige Tochter und Robin. Und die können ja auch nichts dagegen machen. Das heißt, die letzte Hoffnung für all diese Leute, die da auf dem Plateau stehen, ist jener legendäre Piratenjäger Lorena Zorro aus dem East Blue, der in dem 2-Jahres-Timeskip in seiner Trainingszeit von keinem geringeren als Falkenauge Dulacre Mihawk trainiert wurde.
Und der wird ihm wahrscheinlich die Technik beigebracht haben, wie man seine Schwerter zur noch effektiveren Waffe gegen Teufelsfluchtnutzer macht. Und er springt auf die Faust zu oder fliegt oder wird geworfen und dann kreiselt er mit seinen Haki geladenen Schwertern und dann hört die Folge auf oder der Trailer. Also ich hoffe, dass Zoro nächste Folge einfach... Ohne Witz, es ist einfach so episch gerade in One Piece schon wieder und es freut mich einfach so dazu zu gucken. Vor allem Zoro. Zoro ist einfach der motherfucking geborene Badass. Ist Badassiger geht's gar nicht mehr, außer vielleicht Shanks noch ein bisschen oder Rayleigh so, aber er ist einfach einer von den Badass-lastigsten Typen überhaupt in Animes und ich freue mich so dermaßen auf die nächste Folge. Das war's an dieser Stelle vom First Step. Bis dann zum nächsten Mal, Leute. Haut raus. Ciao.